Ich bin's, Frederik Neust aus Frankfurt, Fitnessökonom. Aber wie ihr seht, das ist nicht die Skyline Frankfurts. Wir sind nämlich hier gerade in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens. Und ich werde auf dem Aufstiegskongress in Mannheim einiges über digitales Marketing, digitale Systeme, digitale Automatisierung und Social Media erzählen. Warum jetzt einer aus Jakarta? Jakarta ist nämlich Social Media Weltmeister und Indonesien generell auch. Denn die meisten Tweets werden tatsächlich in Jakarta gesendet, plus die meisten Instagram Stories seit 2 Wochen auch. Das heißt, wir sind Social Media Weltmeister und im digitalen Marketing sind hier einige Learnings, die man aus Asien mitnehmen kann und auch auf Deutschland anwenden kann. Und deswegen freue ich mich drauf, einiges euch zu erzählen. Viele denken sich, ach, der junge Mann ist hier in Indonesien. Der macht doch nur Urlaub, der schafft doch nichts. Aber das stimmt natürlich nicht. In Indonesien kann man nicht einfach so vom Strand arbeiten und den Laptop mitnehmen. Mein effektives digitales Marketing geht da nicht. Dafür muss man nämlich schon ins Büro gehen. Der hier ist einfach mal Richtung der Tür hier. So, hier stehen wir jetzt vor der Tür von unserem Head Office. Und man sieht schon, da steckt schon einiges dahinter. Die hohen Häuser. Da geht es schon hoch hinaus. Und wir schauen dann mal, wie kann man im digitalen Marketing dann auch hoch hinauskommen. Gehen wir mal rein. Office von Celebrity Fitness Asien, komplett Malaysia, Singapur und Jakarta. Und hier ist mein täglicher Arbeitsplatz. Und dann gucken wir einfach mal. Während dem Aufstiegskongress wollen wir also behandeln, was kann man im digitalen Marketing überhaupt so machen. Also das heißt, ist man jetzt ein großes Unternehmen, was hier so ein großes Office-Building hat, oder ist man ein kleines Unternehmen, ein kleines SMI, was vielleicht nicht ganz so viele Möglichkeiten hat, digitales Marketing zu betreiben. Und dann schauen wir, welche Kanäle gibt es, welchen Weg gibt es, welche Wege kann man gehen in Bezug auf Online-Marketing. Ist man da manchmal, fühlt man sich so ein bisschen in der Schwebe, man weiß nicht, was zu tun ist. Aber da will ich ein bisschen Klarheit schaffen. Also alle Kanäle aufzeigen und schauen, welche Strategien klappen. Zum Beispiel, wie kann ich guten Traffic generieren? Denn in Jakarta lässt sich eine Menge Traffic generieren, aber leider meine ich nicht den Traffic hier, sondern den Website-Traffic. Das lässt man ja gar nicht was vornehmen. Es gibt so ein Überangebot an verschiedenen Marketing-Tools, an Sachen, die ich auswählen kann, dass einem da so ein bisschen schwindelig wird. Und da möchte ich dann Klarheit schaffen und sagen, diese Tools kann ich nehmen, diese Leute kann ich ansprechen als Marketing-Consultant oder vielleicht auch nicht. Und das werden wir besprechen und da freue ich mich auf die Richtung. Sorry, where's this ticket going to here? Yeah, this is going to Austria's Congress. Oh yeah, that's right. See you in Mannheim, guys.